Ich glaube, das war einer der schnellsten Futterkritiker-Videos, die wir jemals hatten. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hallo! Es ist mal wieder Zeit für ein Futterkritiker-Kräuter-Spezial. Amaya wollte wissen, ob unsere Meerschweinchen wohl Rosmarin mögen. Ihre mögen es nämlich nicht. Und das finden wir in diesem Video einmal raus. Wundert euch nicht, dass Nami an der Flanke was Auffälliges hat und da ein bisschen Fell fehlt. Das Video haben wir kurz nachdem sie das erste Mal operiert wurde aufgenommen. Daher ist das Fell dort noch nicht ganz nachgewachsen und die Wunde noch nicht ganz verheilt. Allgemein ist Rosmarin bei Meerschweinchen nicht so beliebt, weil diese Pflanze ätherische Öle enthält. Daher wird sie eher in kleinen Mengen gefressen. Dabei ist Rosmarin eine richtige Powerpflanze. Sie wirkt appetitanregend, harntreibend, verdauungsfördernd, entblähend, wundheilungsfördernd und durchblutungssteigernd. Unsere Schweinchen haben noch nicht so oft Rosmarin bekommen, deshalb bin ich mal sehr gespannt, wie sie jetzt darauf reagieren. Was meint ihr, mögen unsere Wikis Rosmarin oder eher nicht? Wie bei allem Futter muss man auch bei Rosmarin langsam anfüttern, da Meerschweinchen sonst sehr schnell sehr empfindlich mit dem Magen darauf reagieren. Daher bekommen unsere Schweinchen jetzt auch nicht ganz so viel. Am Anfang sind auf jeden Fall alle sehr begeistert. Allerdings glaube ich, dass sie eher erwarten, dass auf dem Teller viel Salat ist. Denn als die Schweinchen dann festgestellt haben, dass es Rosmarin ist, hat zumindest Bumi sich gedacht, das tue ich mir nicht an und läuft erstmal weg. Rookie ist auch sichtlich verwirrt, was das jetzt soll. Sie ist sich aber auch gefühlt ein bisschen unsicher, zwischen welchen Schweinchen sie jetzt Platz findet und wo nicht. Und Bumi traut sie dann nach einer gewissen Zeit doch nochmal ran und probiert dann auch nochmal. Aber Milka und Nami hauen richtig rein. Ihnen scheint es zu munden. Aber bei uns wird eher der dicke Halm bevorzugt, anstatt die kleinen Blättchen. Shiro hat auf jeden Fall als erstes keine Lust mehr und haut lieber Richtung Heu ab. Hina denkt sich dann, da gehe ich doch mit und dann setzt sich auch der Meerschweinchenzug in Bewegung und Rookie schließt sich einfach mal direkt mit an. Habt ihr euren Meerschweinchen oder Kaninchen schon mal Rosmarin gefüttert? Schreibt es gerne in die Kommentare, ob sie es mochten oder eher nicht so. Rosmarin kann man auch gut selbst anbauen. Wir haben das allerdings noch nicht probiert bei uns im Garten, weil wir selbst auch gar nicht so gern Rosmarin mögen und unsere Schweinchen auch eher nicht so begeistert sind. Nami, Bumi und Milka scheinen es aber zu mögen und dann kommt auch Hina nochmal an und will gucken. Hat dann aber doch kein Interesse und geht lieber zum Trinknapf. Bumi hat dann aber auch sehr schnell das Interesse verloren. Aber zumindest Nami und Milka scheinen es richtig gern zu mögen. Obwohl Nami nach einer gewissen Menge anscheinend auch schon genug hat. Ich glaube, das war einer der schnellsten Futterkritiker-Videos, die wir jemals hatten. Also Rosmarin ist nicht sehr beliebt, aber es gab halt auch keine große Menge. Na gut, Milka hat dann auch die Flucht ergriffen und hatte keine Lust mehr, lieber zum Heu und Heuki spielen. Habt ihr noch einen kräuterigen Vorschlag, was unsere Wikis nochmal probieren sollen? Schreibt auch das gerne in die Kommentare. Salbei und Thymian stehen noch auf unserer Liste. Vielen Dank, dass ihr das Video angeschaut habt und wir sehen uns nächste Woche beim nächsten Video. Bis dann, tschüss! Tschüss! Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da!